von der Region für die Region. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kufstein TV. Aus dem Herzen der Festungsstadt präsentieren wir euch wieder Neuigkeiten rund um die Region. Das ist die Programmübersicht für diese Woche. Ein großes Jahr. Der Bürgermeister von Ebbs gibt einen Ausblick auf 2024. Ein legendäres Turnier. Deutsche Fußballlegenden zu Gast in Hopfgarten. Ein Stammtischler auf Abwägen. QTV-Urgestein Schucki ist in seiner neuen Ausgabe im Außeneinsatz. Eine Ausbildung für die Zukunft. Die Lehrlingsakademie in Kufstein sucht nach neuen Absolventen. Das vergangene Jahr stand in der Gemeinde Ebbs im Zeichen zweier Großprojekte. Sowohl für das Gemeindezentrum als auch für den Neubau der Landesmusikschule Untere Schranne fiel der Startschuss. 2024 sollen diese Großprojekte weiter vorangetrieben werden. Was im viertgrößten Ort des Bezirks sonst noch so auf dem Programm steht, erfahren wir vom Bürgermeister höchstpersönlich. Und zwar gleich nach der Werbung. Egal, ob Sie Filme streamen, im Internet shoppen oder an Online-Meetings teilnehmen, surfen Sie unbeschwert im Netz mit den unschlagbaren Tarifen von KUFnet. Das ultraschnelle Internet überholt alle und kommt bis zu Ihnen nach Hause. Now we will open the box, show you the components and explain to you a step-by-step on how to use them. I'll leave it on for about 20 minutes. He vitalizes the serum to the scalp and I massage it in. Der Bürgermeister von Ebbs informierte uns zum Jahresbeginn über bevorstehende Projekte. 2023 ist für uns sicher ein besonderes Jahr gewesen, wo einige Großprojekte gestartet worden sind und die Weichen gestellt worden sind, die also, ja, die Gemeinde schon jetzt nicht gerade ein Jahr, sondern mehrere Jahre befassen werden und gerade mit dem Neubau des Gemeindeamtes, Gemeindezentrum und dann auch mit dem Start bei der Landesmusikschule sind wir zwar sehr große, umfangreiche Gemeindeprojekte losgestartet worden. Es waren auch im Bereich des Sozial- und Gesundheitsbereiches, vor allem im alten Mannheim, wo mit dem Beginn der Adaptierung des Ausbaus einer neuen Station auch also neue Pflegebetten geschaffen worden sind. Auch da also ist der Startschuss 2023 gefallen und soll dann also im heurigen Jahr die Fertigstellung sein. Erfreulicherweise kann man sagen, dass wir beim Gemeindehaus, beim Gemeindezentrum, also glaube ich, voll im Zeitplan liegen. Es ist geplant, dass wir also in den Sommermonaten Mai, Juni, Juli die Übersiedelung in das neue Amt machen werden. Und ähnlich Gutes, glaube ich, kann man auch berichten von der Landesmusikschule, wo wir ja Ende des Jahres die Fürstfeier gehabt haben und der Rohbau fertiggestellt worden ist.
wo noch den Detailtermin nennen, den wir jetzt seit ein paar Tagen vorliegen, auch also der Start mit dem neuen Schuljahr September 2024 möglich sein sollte und dementsprechend da bis dahin der Betrieb der Landesmusikschule beginnen kann im September 2024. Auch zur herbeigesehnten Radbrücke zwischen Epps und Kiefersfelden gibt es Neuigkeiten. Ja, die Radlbrücke nach Kiefersfelden, das ist glaube ich noch ein Projekt, das also in der Vorbereitungs- und Planungsphase steht. Also was da bereits so erfolgt ist, und das haben wir jetzt auch medial, glaube ich, schon gut verfolgen können, war die Machbarkeitsstudie, die also doch ein sehr positives Ergebnis gebracht hat und auch eine Umsetzungsmöglichkeit und Machbarkeit dieses Projektes also durchaus bestätigt hat. Derzeit sind wir dabei, dass man da also jetzt die notwendigen rechtlichen Schritte vorbereitet, weil natürlich so ein Projekt, das über zwei Staaten geht, also nicht nur Tirol-Bayern, es ist Österreich-Deutschland und da ist also wirklich auch also im rechtlichen Rahmen einiges zu bewältigen. Sprich, es muss letztendlich ein Staatsvertrag geschlossen werden zwischen Österreich und Deutschland, der diese Brücke mehr oder weniger dann zur Minderheit hat. Wir sind eine familienfreundliche Gemeinde. Wir haben uns da diesen Audit unterzogen. Wir sind also an allen möglichen Bereichen. Wir sind jugendfreundlich. Wir haben also auch uns beteiligt an dieser Installierung des Jugendkoordinators über das Regionalmanagement, das da also in unserer Region tätig ist. Und wir sind natürlich kinderfreundlich, wir sind sportfreundlich, glaube ich, weil wir da wirklich sehr viele Möglichkeiten bieten, dass sich die Leute also abseits des Berufes auch dementsprechend betätigen können. Eine kleinere Eröffnung haben wir geplant Ende Juni 2024, weil da feiert bei uns der Kindergarten das 50-Jahr-Jubiläum. Und das wollen wir eigentlich kombinieren, wenn es irgend geht, mit einem Tag der offenen Tür im neuen Gemeindeamt. Eine gesamte Eröffnung wird dann natürlich im 25er Jahr sein, wenn wirklich alles fertig ist. Was also im Herbst also, 24 Jahre geplant ist, ist dann eine Eröffnung in der Landesmusikschule. Und das soll ein bisschen auch ein kulturelles Thema sein, weil da schon jetzt mit den Musikschullehrern ja, besprochen ist, dass dann da wirklich auch vielleicht konzertmäßig irgendwas kommt, das wirklich auch da ein bisschen diesem doch, glaube ich, tollen Projekt entspricht und da das Ganze ein bisschen ja, gebührend dann auch in musikalischer Hinsicht und kultureller Hinsicht einfach also einweiht. Wir werden heuer extrem viel investieren, das nächste Jahr natürlich noch, für diese Großprojekte, die wir da momentan also am Werkeln sind. Und wir werden sicher in den nächsten zwei, drei Jahren ein bisschen mit anderen Sachen eher nur das Notwendige machen können, weil einfach wirklich die Mittel begrenzt sind. Aber ich bin mir sicher, dass wir dann, also, wenn diese zwei, drei Jahre so vorüber sind, dass wir dann wieder in der Lage sind, auch da wieder auf den normalen Standard wieder hochzufahren und dementsprechend das zu machen. Verkehrstechnisch steht man auch in Zukunft vor der hinsichtlich bekannten Herkulesaufgabe. Das große Problem, das wir haben, das ist natürlich der wahnsinnige Durchzugsverkehr auf der Bundesstraße, der mit also, ja, 14, 15, an Spitzentagen 16.000, 17.000 Autos pro Tag, was uns einfach extrem belastet. Und jetzt gerade in dieser momentanen wieder Wintersportzeit, wo so die Staus auf der Autobahn sind, wo dann der Umwegverkehr nur mehr also zurückschlägt oder ausschlägt, also da nur mehr extreme Situation haben, das ist natürlich ein Riesenproblem. Das zu endigen wird sicher nur gemeinsam möglich sein mit also in der Region, mit dem Land, um da einfach wirklich die Leute auf der Autobahn zu halten. Und wenn dann wirklich halt bei manchen das Hirn ausschaltet und nur mehr als Navi regiert und das dann in allen möglichen Wegen und Unwegen am Weg sind, Leute, also das ist dann schon nicht mehr zu verstehen und es darf schon kein Kopfschütteln aus. Kein Kopfschütteln, sondern zustimmendes Kopfnicken lösen all die ambitionierten Vorhaben für 2024 aus. Epps wird noch lebenswerter. Nächste Woche auf Kufstein TV. Das Stadttheater Kufstein präsentiert sein Programm. Das Winter Soccer Legends Turnier 2025 gehört schon jetzt zu den absoluten Fußball-Highlights des nächsten Jahres. In Hopfgarten erfolgte kürzlich das Warm-up und mit dabei waren Europameister wie Thomas Helmer, Mario Basler oder Markus Babbel sowie Weltmeister Roman Weidenfeller. Und direkt danach seht ihr weitere Events der Zukunft in den QTV-Veranstaltungstipps. Yeah.
2025 im Januar der Winter Soccer Legends Cup vom Plezer Resorts hier in Hopfgarten. Freut euch drauf. Weltklasse Fußball auf Schnee und ihr könnt auch dabei sein. Training haben wir schon gehabt mit dem Nachwuchs vom Hopfgaster Fußballverein. Also ein ganz toller Auftakt und da freuen wir uns schon ganz besonders, dass wir im nächsten Jahr noch einen internationalen Spitzenfußball der Legenden in Hopfgarten auf Schnee erleben werden. Für den Spielemodus haben sich die Initiatoren etwas nie Dagewesenes ausgedacht. Wir werden ein sehr schnelles, dynamisches, actionreiches Spiel haben. Wir bauen ein Stadion im Stadion. Mittels Banden, mittels Netze, das heißt, der Ball bleibt im Prinzip immer im Spiel. Eins ist sicher, jede Mannschaft will gewinnen. Wir werden Fußball erleben, wir werden nicht nur ein Show-Element erleben, sondern Mannschaften, die gewinnen. Macht immer wieder Spaß, ne? Wenn man dann die Jungs und Mädels dann in so einer Gruppe hat und mit denen ein bisschen kicken kann, macht schon Spaß. Wir möchten ja auch was zurückgeben. Also wir hatten ja alle die Möglichkeit gehabt, eine tolle Karriere zu haben. Und ich glaube, jetzt im Nachgang der Karriere ist es einfach wichtig, was zurückzugeben. Der Gesellschaft, der Jugend, den Kindern, vielleicht auch irgendwo ein Stück weit irgendwo das Vorbild auch zu sein, der heutigen Gesellschaft und auch der Generation. Es muss keiner Profi werden. Das ist ja immer der falsche Weg in meinen Augen, dass man immer meint, wenn einer anfängt, ja, der muss unbedingt Profi werden. Nein, es geht darum, in einer Gemeinschaft zu kicken, Spaß zu haben, koordinative Sachen zu lernen, sich zu bewegen, Freude, Spaß haben, Gemeinschaft mit der Truppe zusammen. Und das war heute wirklich ein toller Auftakt. Der für sein loses Mundwerk bekannte Mario Basler hat die Vorbereitungszeit schon minutiös durchgeplant. Ja, ich werde ab morgen dann ins Trainingslager fahren und Höhentrainingslager Mexiko und bleib dann ein Jahr da und dann werde ich topfit zurückkommen. Nein, also ich bereite mich nicht vor, aber wir freuen uns. Wir freuen uns, wenn wir ein bisschen zusammen kicken können, wenn man auch gegen die Mannschaften oder die Spieler wieder spielt, die man auch in ihrer Karriere gehabt hat als Gegenspieler. Und jetzt sind wir alle ein bisschen älter geworden, ein bisschen runder geworden. Aber es macht immer wieder Spaß. Das deutsche Legendenensemble freut sich schon auf den Start der Winter Soccer Legends. Ja, Leute, 2025 geht's los. Am 10. und 11. Januar sind wir hier mit dem Legendenteam. Wir werden gegen drei andere Nationen spielen. Wir freuen uns drauf. Ich hoffe, ihr besucht uns, guckt euch das an. Ihr werdet es nicht bereuen und zieht euch alle schön warm an. Und auch wir können es kaum noch bis zum Jänner 2025 erwarten. Möchtest hinter die Kulissen der Hackwürgel blicken und einen Eindruck vom Schulalltag bekommen? Dann komm am Freitag, den 26. Jänner, zum Tag der offenen Tür. Die Führungen finden zwischen 9 und 14 Uhr statt und starten jede halbe Stunde neu. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Neugierde ist der erste Schritt zum Wissen. Die Hackwürgel freut sich auf deinen Besuch. Die Bestseller-Autoren Gerald Hauser und Hannes Strasser berichten am Freitag, den 26. Jänner, über die aktuellen Entwicklungen in der Gesundheitspolitik und zeigen dabei Lösungen auf. Mit neuen Erkenntnissen und neuem Programm laden die beiden Experten ab 19 Uhr zum gleichermaßen brisanten wie aufschlussreichen Vortrag in den Gemeindesaal Langkampfen. Fit mit dem Chromebook. In der Mittelschule Langkampfen wird ab dem 28. Februar ein Chromebook-Computerkurs für Senioren angeboten. An drei Terminen lernen Interessierte etwas über den Chrome-Browser, den Umgang mit Passwörtern und Lesezeichen, die Textverarbeitung sowie das Verbinden zwischen Smartphone und Chromebook. Kostenlose Leihgeräte sind natürlich vorhanden. Die Kurskosten belaufen sich auf 80 Euro. Eine Anmeldung ist bis 14. Februar möglich. Hans!
Hans Schuggi Suchowski ist bei QTV die Stimme der Stammtische und berichtet immer über die Themen, die das Volk beschäftigen. Zum Start in das neue Jahr verlässt Schuggi zwischendrin seinen Platz im warmen Studio, um vom Ort des Geschehens zu berichten. Film ab für Schuggis Stammtisch. Schuggi, auf heißer Spur an den Stammtischen. Dort, wo kadert, gesudert und krogast wird. Das neue Jahr hat begonnen, aber noch nicht so richtig Fahrt aufgenommen, was die Gespräche in den verschiedenen Stammtischen so richtig ins Rollen bringen könnte. Aber schon jetzt lässt sich absehen, was in den nächsten Wochen die großen Themen zum Diskutieren sein werden. Die Vorboten kündigten sich ja schon in den letzten Tagen des Jahres 2023 an. Ich hoffe, Sie haben den Jahreswechsel gut über die Bühne gebracht und damit ein herzliches Grüß Gott zum Auftakt des Stammtischlers 2024. Wir starten heute in Wörgl, wo der Bürgermeister schon im Jahre 23 immer wieder für Überraschungen gut war und mit seinem Tun und Handeln nicht nur einmal für Kopfschütteln sorgte. 2024, noch in der Startphase, war in den verschiedensten Medien schon wieder eine Schlagzeile wert. Dabei ging es darum, den Wörglern die günstigen VVD-Jahrestickets zu streichen. Diese Vergünstigung konnte bisher jeder Bürger in Anspruch nehmen, bis der Bürgermeister auf die glorreiche Idee kam, diese aus Kostengründen nicht mehr zu gewähren. Im ersten Anlauf strich er aber nicht allen Beziehern, sondern nur den über 65- und unter 26-Jährigen diese Ermäßigung. Was natürlich einen Sturm der Entrüstung nach sich zog. Mit der berechtigten Frage, warum uns und den anderen nicht. Nach der Intervention verschiedener Pensionistengruppen bekommen jetzt auch die über 65-Jährigen den alten Ticketpreis. Die unter 26-Jährigen bleiben aber weiterhin auf der Strecke und schauen durch die Finger. Was wiederum die jungen Neos auf den Plan rief. Diese sehen in der Vorgangsweise des Bürgermeisters eine kaum zu überbietende Ungerechtigkeit. Man braucht kein Freund der Neos sein, um diesem Argument recht zu geben. Ja, vielleicht wäre es eine Lösung gewesen, in alten Altersgruppen eine moderate Ticketerhöhung zu veranlassen. Vielleicht sollten die Politiker öfter einen Stammtisch besuchen. Denn dort gibt es ihn noch, den Hausverstand. Wir wechseln nach Langkampfen, wo der Bürgermeister mit einer zukunftsträchtigen Idee an die Öffentlichkeit trat. Will er doch in den nächsten Jahren einen Bildungscampus errichten. Dieser soll im Bereich der Mittelschule Langkampfen entstehen und allen Volksschulen der weitläufigen Gemeinde ein Dach über den Kopf geben. Was natürlich bewirkt, dass die in die Jahre gekommene Volksschule Unterlangkampfen und auch die Volksschule Oberlangkampfen geschlossen werden sollen. Eine Idee, die natürlich auf der einen Seite sehr viele Synergien mit sich bringen würde. Bessere Betreuung der Schüler in der Nachmittagsbetreuung. Vorbereitung für die vielleicht kommende Ganztagsschule und so weiter und so weiter. Eine Idee, die auf der anderen Seite aber schon jetzt auf großen Widerstand in einigen Bereichen des Ortes stößt. Die Nichtbefürworter kommen vor allem aus dem Ortsteil Oberlangkampfen. Die Gegner machen mobil, mit Argumenten eines längeren Schulweges bzw. der Fahrt mit einem Schulbus. Mit der Frage, was passiert mit dem bestehenden Gebäude? Einige befürchten Leistungseinbrüche aufgrund größerer Klassen. Vorgespräche, Diskussionen, teilweise sehr emotional geführt, fanden bereits statt. Ergebnisse, in welche Richtung es gehen wird, sind im Sommer zu erwarten. So, jetzt wechseln wir von Langkampfen nach Kufstein, wo auch ein sehr intensives Jahr auf die Politiker warten dürfte. Vor allem das Thema Fußgängerzone wird in den kommenden Monaten zum Dauerthema werden. Noch ist nichts entschieden, aber die Wogen gehen jetzt schon hoch. Generell hört man, dass es gegen die Idee einer Fußgängerzone nichts einzuwenden gibt. Allerdings glaubt man nicht, dass diese umzusetzen ist. Jetzt wird auf allen Seiten und Orten geprüft, was möglich ist. Gutachter werden bestellt, die wiederum ihre Expertisen erstellen. Was dabei herauskommt, werden wir in den nächsten Wochen und Monaten erfahren. In diesem Zusammenhang ist noch nie zur Sprache gekommen, ob man die Bevölkerung einbinden könnte. Anscheinend hat diese Art der Entscheidungsfindung bei der Bebauung des Kasernenareals durchaus positive Aspekte gebracht. Warum sollte das bei der geplanten Fuzo nicht auch so sein? Ein Versuch wäre es allemal wert.
Es wird noch einiges Wasser den Inn hinunterrinnen. Viele Meinungen der Befürworter und Gegner publik gemacht werden, bis es hoffentlich zu Entscheidungen kommen wird. Für Spannung ist auf alle Fälle gesorgt. Nicht der große Renner war die kürzlich abgehaltene öffentliche Gemeindeversammlung im Kulturquartier in Kufstein. Vielleicht auch dem geschuldet, weil zur gleichen Zeit eine ebenfalls von der Stadtgemeinde organisierte Veranstaltung stattfand. Der Bürgermeister informierte dabei über Vergangenes, das im letzten Jahr in der Festungsstadt geschehen ist und was die Stadt Kufstein in den nächsten Jahren für Pläne hat. Nach den Ausführungen des Stadtoberhauptes konnten die anwesenden Bürger Fragen zu den verschiedenen Themen stellen oder selbst Ideen einbringen. Die Beiträge der Erschienenen hielten sich aber in Grenzen. Wer mir bei dieser Veranstaltung ein bisschen gefehlt hat, waren diejenigen, die sonst immer die großen Nörgler und Besserwisser auf den verschiedenen Facebook-Seiten sind. Hätten sie doch an diesem Abend die Möglichkeit gehabt, mit dem Bürgermeister und den Gemeinderäten direkt in Kontakt zu treten. Aber von Angesicht zu Angesicht braucht es halt ein wenig Mut. Und man kann sich nicht vor oder einen Bildschirm verstecken. So, fürs Erste wäre es das schon wieder gewesen. Ich freue mich, wenn ich Sie beim nächsten Mal hier, wo es um Wichtiges und Unwichtiges geht, wieder begrüßen darf und kann. Bis dahin eine schöne Zeit. Servus und Prost. Schucki. Auf heißer Spur an den Stammtischen. Dort, wo kadert, gesudert und krogascht wird. Nächste Woche auf Kufstein TV. Das FH-Praxisprojekt Stilles Hören. In der Lehrlingsakademie der Stadtwerke Kufstein und der KUFGEM werden neue Fachkräfte in 6 verschiedenen Berufen ausgebildet. Wir besuchten die heimische Institution in Sachen Nachwuchsarbeit und bekamen dabei spannende Einblicke in den Lehrlingsalltag. Mehr dazu folgt im Anschluss an die Werbung. Wow, woher hast du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. Lehrlingsakademie Kufstein steht für ausgezeichnete und prämierte Lehrbetriebe, für höchste Qualität in Sachen Aus- und Weiterentwicklung seiner Lehrlinge. Ich bin der Daniel Kölle. Ich arbeite seit 2 Jahren bei der KUFGEM. Bin Lehrling als IT-Techniker. Meine Arbeit ist sehr abwechslungsreich. Also ich mache wirklich jeden Tag was anderes. Es ist sehr auf den Kunden bezogen. Also ich habe viel Kundenkontakt und es ist immer aufregend, jeden Tag. Die Stadtwerke Kufstein ermöglicht in der Lehrlingsakademie nicht nur eine Top-Ausbildung, sondern auch einen akademischen Matura-Abschluss. Ich bin in die Handelsakademie gegangen. Das war dann eher nicht so meins. Schultechnisch wollte ich nicht so. Und dann habe ich mir gedacht, die Partnerfirma von unserer Klasse war die KUFGEM. Das hat mich dann natürlich angesprochen. Da wollte ich dann natürlich gleich anfangen und habe mich dann beworben. Also in der Lehrlingsakademie arbeitet bei uns ein Lehrlingsausbilder, das ist die Nockler Lisa. Die kann mir wirklich alles fragen bezüglich Lohn, Arbeit, Kompetenzen, alles was wir brauchen. Und natürlich im Lehrberuf ist viel Technisches gefragt und da kriegen wir dann auch eine gute Rücksicherung. Und wenn wir etwas nicht wissen, können wir in die Lehrlingsakademie gehen und das dann ausprobieren. Also wir haben unsere Ausbildung in Module aufgebaut. Zum einen ist einmal ein allgemeines Modul, wo man einfach Soft Skills trainiert. Und dann hat jeder Lehrberuf einfach seine Fachausbildung, speziell im ersten Lehrjahr. Danach wird es immer weniger, sie arbeiten mehr in der Firma mit. Die Fachbereiche sind eben speziell einmal Vorbereitung auf die Berufsschule oder eben was in dem Lehrjahr so ansteht.
Also wir sind 3 Personen im Organisationsteam, also ich von KUFGEM und 2 von die Stadtwerke, die Winklers. Und dann haben wir aber ein großes Team von Ausbildern, das sind über 30 Leute, die was auch wirklich die Ausbilderprüfung gemacht haben. Und so, wir koordinieren es halt und ausführen dann aber sicher über 30 Leute. Ansprechende und vielfältige Services und Extraleistungen für die Lehrlinge der Akademie, die sich sehen lassen können. Also, servus, ich bin der Birnbacher Sandro, ich bin 17 Jahre alt und wir sind jetzt so in der Elektrowerkstatt von dem Eck, von den Stadtwerken. Ich habe mich schon ein bisschen einen Reiz gehabt zum Strom, aber ich war schon daheim auch echt interessiert gewesen. Und dann habe ich gleich mal Schnuppern angefangen und dann bin ich gleich drauf gekommen, dass es wirklich das ist, was ich möchte. Und dann habe ich mich gleich mal beworben. Ob im Büro oder in der Werkstatt. Die Tätigkeitsbereiche der Lehrlinge sind vielfältig und abwechslungsreich bei KUFGEM. Ich bin jetzt sehr abwechslungsreich. Ich habe einen Rohbau, mal was schremmen, was bohren, aber auch mal Lampen montieren oder mal was zusammenlöten, was klar ist, LED-Bandel. Und von alles ein bisschen dabei. Übrigens sind bis zum 31. Jänner noch freie Plätze in der Lehrlingsakademie zu vergeben. Weitere Informationen findet ihr unter www.lehrling.tirol. Mit diesem Hinweis beschließen wir die Sendung für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss und bis zum nächsten Mal.